Wir sind jetzt hier so circa auf 1000 Meter, also das heißt, es geht erstmal nur tendenziell runter. Obacht! Kommt man denn zu so einem Körper, sag mal? Tischtennis. Tischtennis hilft immer. Heute angereist und am Freitag geht's los. Gibbingen Radrennen. Ist nicht in Deutschland, ist in der Schweiz, an der Grenze. Wir sind hier im Schwarzwald. Wir genießen die Landschaft. Also wir sind ja wirklich sehr schön abseits. Kommen hier ein bisschen an und dann werden wir schön ballern. Ab Freitag und Samstag Bundesliga natürlich noch. Heute erstmal schön und grillen. Wir sind ja mit dem Fahrrad hergefahren, ein bisschen Beine freigefahren. Jetzt grillen wir. Dann Bett und morgen dann geht der neue Tag los. Wein mit ganz viel Speck dran für die Jungs, damit sie schön schnell berghoch fahren am Wochenende. Und Gyrospieße. Ivan Sosa fehlt. Ich kann nicht grillen. Ich kann nur zentrieren. Und? Aber das kann ich. Läuft schon rund? Nolte hat wieder was kaputt gemacht. Zwei fantastische Rennen. Ein richtig großes Rennen übermorgen mit den dicken Jungs. Und dann haben wir einmal Bundesliga-Rennen am Samstag. Auch schön. Mir wäre es zu flach, aber für die Jungs ist es, glaube ich, sehr hügelig. Gehst deinem großen Hobby nach, Gedichte schreiben? Ja, Gedichte malen. Wir haben ja gedacht, wir nutzen das Gästebuch mal ein bisschen, weil sich vor uns wirklich noch gar keiner hier eingeschrieben hat. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 3 Kilometer Stau und bis zu 30 Minuten Wartezeit ab Wassen, dann Stau oder stockend in der Region Bern, auf der A1 Richtung Bern ab Grauholz. Der P&S Sprintzug, also der Zug. Da muss noch irgendwer ans Steuer, aber ich weiß noch nicht, wen von denen Heini sich hier malen soll. 9:32 käme es noch grad. Viertel vor, verdammt schon wieder spät. So eine Skala von 1 bis 10. Wie begeistert bist du, dass es jetzt geregnet hat? 11. Wo kommst du denn heute erst? Weil ich nicht weit von hier ab. Achso. Wo wohnst du nochmal? Freiburg. Wie lange fährt man von da? Ja, so 45 Minuten. Deutlich zu spüren? Ja. Gut, danke. Bis später. Also vor der Oberösterreich-Rundfahrt, die letzte Woche stattgefunden hat, haben wir uns warm gefahren. Beziehungsweise eine Vorbelastung gefahren vor dem Prolog. Und ich dachte, wir graveln mal cool so einen kleinen kurzen Weg und dann kam so eine Wurzel und ich hatte nur eine Hand am Lenker, weil ich dachte, ich filme auch noch was Cooles. Und dann habe ich mich richtig abgelegt. Alles noch so ein bisschen krumm und schief und durch Heiko, der zieht uns da einfach immer ein bisschen gerade. Wo seid ihr?
Okay, das ist perfekt. Wir stehen ganz oben am großen Berg. Okay, gut. Bis gleich. Falsche Einfahrt. Die Jungs sind wieder einen Weg gefahren, wo wir nicht lang gekommen sind. Dann mussten wir umdrehen. Und jetzt haben wir uns verloren. Aber wir wissen jetzt, wo sie sind. Und dann fahren wir wieder nebenher. Kommen die Luschen. Sehr schön. Ja? Also Panorama ist ja richtig cool. Runde ist auch gut. Zieht sich schön lang hoch. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen Tempo hochgefahren. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich glaube, die Jungs sind alle richtig gut morgen am Berg. Da musst du mit. Ja. So ein 0,5er Bier gekühlt. Das wär's jetzt. Ich habe Verpflegung für die Jungs. War schön. Wir sind erstmal schön bergab gerollert, haben uns die Runde angeguckt. Da unten ist es auch recht warm. Und dann sind wir wieder hier hochgefahren. Hier oben sind wir ein bisschen nass geworden. Schöne Erfrischung. Ich frage mich, wie so ein Alexander Christoph dieses Rennen, glaube ich, 3 oder 4 Mal gewonnen hat. Ich frage mich, wie sowas geht. Aber er hat's gemacht. Du bist einfach zu leicht. Der ist zu leicht, ja. Nee, du bist zu leicht. Ich bin zu leicht. War schön, Bis. Die Jungs haben sich mal vorbelastet. Also haben mich auch mitgenommen, das fand ich sehr nett. Für mich war es schwer heute. Aber toll. Also Radfahren. Radfahren ist geil. It was getting too real too quick. We started to doubt it.